Gelobt sei Jesus Christus. Hochwürdigster, liebe Herr Abt Ambros, liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe junge Freunde aus nah und fern. Esto es la casa de nuestro Dios. Das ist das Haus unseres Gottes. In diesem wunderschönen Haus, in dieser Kirche des Stiftes Kremsmünster, sind wir heute hier zusammengekommen. Jesus Christus, unser König, hat gerufen. Ihr habt seinen Ruf gehört. Ihr seid gekommen, zahlreich von nah und fern. Dafür sage ich euch, vergelt's Gott. Mit großer Freude möchte ich heute diese heilige Messe am Hochfest des heiligen Leopolds, des zweiten Landespatrons von Oberösterreich, im Rahmen des diesjährigen Christkönig-Jugendfestivals für euch alle feiern. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich diese heilige Messe für eure ganz besonderen, für eure persönlichen Anliegen aufopfere. In der Feier der heiligen Messe, die ja die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist, vollzieht sich an uns das Werk unserer Erlösung. Sind wir uns bewusst, welch große Gnaden uns in der heiligen Messe geschenkt werden? Jesus Christus, unser König, hat gerufen. Wir sind gekommen. Azum, ich bin da. Ich bin bereit. Vielleicht ist heute das Wort König nicht mehr so aktuell im dritten Jahrtausend. Aber die Idee, die dahinter steckt, die ist wichtig. Wir haben gerade beim Besuch des Patriarchen, des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel letzte Woche in Wien immer wieder gehört, Jesus Christus Kyrios, Jesus Christus ist der Herr. Ich glaube, dieser Ausdruck gefällt mir eigentlich besser. Ja, Jesus Christus ist unser König, Jesus Christus ist unser Herr. Und er hat uns hierher gerufen, dass wir miteinander feiern, dass wir miteinander beten, dass wir miteinander Eucharistie feiern, das große Dankgebet der Kirche. Sind wir uns bewusst, welch große Gnaden uns in der heiligen Messe geschenkt werden? Liebe junge Freunde, Papst Innozenz der VIII., der den Markgrafen Leopold zu Ehren der Altäre erhoben hat, hat in der Bulle anlässlich der Heiligsprechung gesagt, ich finde es interessant, mal zu hören, was Papst Innozenz schreibt. Viele Heilige zeigen uns ihr Beispiel, aber wir weigern uns hartnäckig, diese nachzuahmen. Und wenn von unserem Heil gesprochen wird, schützen wir unsere Schwachheit oder unsere irdischen Geschäfte vor. Das klare Beispiel des Fürsten Leopold, der verheiratet war und für viele Menschen zu sorgen hatte, ermahnt uns, alle Entschuldigungen fallen zu lassen, um uns im Guten zu üben. Dieser Mann Gottes, in Reichtum erzogen, immer wieder der Freiheit der Sünde ausgesetzt, mit Ehesorgen und Regierungsgeschäften belastet, vergaß nie den Glauben und die Barmherzigkeit. Er war berühmt wegen seiner Einfachheit, Mäßigkeit und Freigebigkeit. Seine Aufrichtigkeit und seine Demut erwarben ihm die Achtung aller Christen. Er verwaltete das Zeitliche so, dass er das Ewige nicht aus den Augen verlor. 40 Jahre regierte das Land Österreich. Während in anderen Ländern Mord und Totschlag herrschten, erhielt er das ihm anvertraute Land in langem Frieden. Soweit Papst Innozenz der VIII. Im heiligen Markgrafen Leopold wird ganz deutlich sichtbar, Papst Benedikt XVI. Hat dies in seiner Enzyklika Deus Caritas Est so prägnant formuliert in Bezug auf die Heiligen. Papst Benedikt sagt, wer zu Gott geht, ein Heiliger bei Gott ist, geht nicht weg von den Menschen,
sondern wird ihnen erst wirklich nahe. Und darum muss uns heute an seinem Festtag Markgraf Leopold wirklich nahe. Nahe durch sein Beispiel und nahe auch durch seine Fürsprache. Liebe junge Freunde, als Ministranten konnten wir früher Teile des Katechismus auswendig. Das war so Brauch, man musste die auswendig lernen. Und die Antwort auf die Frage des ersten Katechismusartikels, warum ist der Mensch auf Erden, lautete, um Gott zu erkennen, zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen. Auch ihr fragt euch vielleicht nach dem Sinn des Lebens. Worin besteht diese und wie kann ich diesem näher kommen? Der heilige Kirchenvater Gregor von Nyssa aus dem 4. Jahrhundert sagt uns so klar, dass das Ziel eines tugendhaften Lebens darin besteht, Gott ähnlich zu werden. Die Tugend ist somit eine beständige, feste Neigung, das Gute zu tun. Sie ermöglicht den Menschen, nicht nur gute Taten zu vollbringen, sondern sein Bestes zu leisten. Mit all seinen sinnlichen und geistigen Kräften strebt der tugendhafte Mensch nach dem Guten. Er sucht es zu erreichen und entscheidet sich bei seinen konkreten Handlungen dafür. Auch wenn es heute nicht modern scheint, für ein tugendhaftes Leben zu plädieren, möchte ich euch doch ganz neu dazu einladen. Der Weg der Einigung mit Christus ist der Weg aller Heiligen, aller Menschen. So möchte ich euch von neuem dazu einladen, heute hier in Kremsmünster den Weg der Heiligen und der Heiligung zu gehen. Wenn wir nicht nur auf Gott hören, sondern ihm auch in unserem Alltag folgen, wird unsere Liebe zu ihm Tag für Tag glühender werden. So wird, wie wir am Ende mit dem Apostel Paulus sagen dürfen und ausrufen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das gemeinsame Ziel aller Berufungen in der Kirche, dass Christus in mir lebt, dass er in mir herrscht, dass er König ist, dass er mein Herr ist. Jesus Christus Kyrios. Wenn wir das sagen können, dann haben sich die Worte des heiligen Gregor von Nyssa in unserem Leben verwirklicht, dass wir Gott ähnlich geworden sind. Ich brauche vermutlich nicht besonders gesondert darauf hinzuweisen, dass ein solches Leben das tägliche Gebet und den zumindest sonntäglichen Besuch der heiligen Messe, der wöchentlichen großen Gnadenstunde sowie auch die regelmäßige Beichte voraussetzt. Dann wird auch der Herr einst zu uns sagen können, wie wir es im heutigen Evangelium gehört haben, du bist ein tüchtiger Diener. Wie ihr wisst, hat Papst Franziskus das Jahr 2015, beginnend jetzt mit dem ersten Adventssonntag, als Jahr der Orden ausgerufen. Beten wir also hier und heute miteinander und füreinander für geistliche Berufungen für unsere Kirche hier in Österreich. Liebe Freunde, wenn ich so viele junge Menschen vor mir sehe, muss ich euch noch ein Wort zum Priestertum sagen. Die Berufung und der Dienst des Priesters sind ein unermessliches Geschenk, nicht nur für die Kirche, sondern für die Menschheit überhaupt. Nichts wird den Dienst des Priesters im Leben der Kirche je ersetzen können. Ich möchte hier ganz klar und deutlich betonen, dass der Beruf des katholischen Priesters in erster Linie eine Berufung ist. Das heißt, es ist also eine Erwählung durch den Herrn. Kraft des Weihesakramentes handelt der Priester in der Person Christi des Hauptes. Papst Pius XII. Hat dies in seiner bis heute sehr bedeutenden Enzyklika Mediator Dei einst so erklärt. Es ist der gleiche Priester, Christus Jesus, dessen heilige Person sein berufener Diener vertritt,
durch die Priesterweihe dem hohen Priester angeglichen, besitzt er die Vollmacht in der Kraft und anstelle der Person Christi selbst zu handeln. Wenn also der Priester die Sakramente spendet, ist es Christus, der Sohn Gottes selbst, der durch den Priester handelt und sich dessen Stimme und Gestik bedient. Wenn wir zum Beispiel zur Heiligen Beichte gehen und uns der Priester losspricht, tut er dies in der Person Jesu Christi des Hauptes. Das heißt, Gott bedient sich seiner Person und spricht uns von unseren Sünden los. Diese Gegenwart Christi im Priester ist allerdings nicht so zu verstehen, dass dieser gegen alle menschlichen Schwachheiten gefeit wäre. Immer wieder haben wir vielleicht sogar kopfschüttelnd erlebt, dass Priester auch nur Menschen sind und gegen die Sünde ankämpfen müssen. Bei den Sakramenten ist uns jedenfalls die Gewähr gegeben, dass selbst die Sündhaftigkeit des Spenders die Frucht der Gnade nicht verhindern kann. Die Sendung eines Priesters ist es daher vor allem, ein Gottmensch zu sein, wie es der heilige Paulus ausdrückt. Liebe junge Freunde, in besonderer Weise möchte ich heute jedem Einzelnen von euch ganz persönlich einladen, beim Empfang der Heiligen Kommunion, bei dieser persönlichen innigen Begegnung mit dem Kyrios, mit dem Herrn Jesus Christus, den Herrn zu fragen, ob nicht auch du einen besonderen Ruf des Herrn zur ungeteilten Nachfolge verspürst. Stell dir dabei die Frage, ruft Jesus heute mich, hier und heute, hier im Stift Kremsmünster, in dieser wunderschönen Kirche, Casa de Nuestro Dios, hier ruft er vielleicht heute mich. Ja, bin ich zum Priestertum oder zum gottgeweihten Leben berufen? Haben wir den Mut, diesen Ruf, den uns Jesus in unser Herz gelegt hat, dankbar anzunehmen und ihm zu folgen? Eines kann ich dir jetzt schon versprechen. Wer dem Ruf des Herrn folgt, wird besonders von ihm beschenkt werden. Ihm ist ein Leben in Fülle verheißen, weil er das eine Notwendige gefunden hat. Liebe junge Freunde, habt also keine Angst, dem Herrn alles zu geben. Wir werden es hundertfach zurückbekommen. Dafür könnte ich selbst und die hier anwesenden Priester Zeugnis ablegen. Und wenn ich an meinen Lebensweg denke, dieser besondere Dienst, den Heiligen Stuhl, im diplomatischen Dienst, der ein pastoraler Dienst ist, weg von der Heimat, weg von den Eltern, von den Brüdern, von den Bekannten, von den Mitschülern im Priesterseminar. Diese Verheißung, dass wir hundertfach erhalten, ist tatsächlich wahr. Ich habe nur zwei Brüder, die zu Hause sind in der Schweiz, aber ich habe auf diesem langen Weg, der 1975 in Bolivien begonnen hat und jetzt hier in Österreich angelangt ist, erfahren. Ich habe Hunderte von Brüdern und Schwestern gefunden, so wie heute, ihr hier. Ihr seid meine Brüder und Schwestern, ihr seid meine Familie. Und das ist ja das Schönste, dass wir eben nicht allein sind, dass der Herr uns nicht allein lässt, dass er mit uns geht und was er verspricht, das hält er. Hundertfach bekommen wir zurück, wenn wir nur einen kleinen Schritt, wie ich im Impuls gesagt habe, auf ihn zugehen. Denn ihr werdet sehen, wenn ihr seinen Ruf annehmt, dann steht er da mit ausgebreiteten Armen, um euch zu empfangen. Ihr habt nur einen kleinen Schritt getan, mutig, persönlich, engagiert, ja, aber er erwartet euch. Wieso? Weil er jeden einzelnen von uns bei seinem Namen gerufen hat. Und es gibt auch dieses schöne Bild in der Heiligen Schrift, wo Gott sagt, ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben. Wir sind in Gottes Hand geschrieben. Wir sind keine anonymen Christen. Wir sind keine Unbekannten. Wir sind geliebte Menschen, weil unser Name, unser persönlicher Name in Gottes Hand geschrieben ist.
für alle Ewigkeit. Liebe junge Freunde, heute am Festtag des heiligen Leopold, das Beispiel und die Fürsprache des heiligen Leopold mögen uns heute und alle Zeit begleiten. Und darum, heiliger Leopold, bitte für uns. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.